Heute haben wir euch wieder ganz, ganz, ganz wunderschöne Stoffe mitgebracht und Laura und ich, wir waren uns auch hier wieder einig, ein Foto reicht nicht. Wir Nein. müssen ein Bewegtbild zeigen und deswegen haben wir das mal wieder hier so schön aufgereiht und möchten euch heute ein wenig unterhalten zum Thema wunderschöne T-Shirt-Stoffe aus Italien. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das ist wunderschön traumhaft zusammengefasst. Ja, ich habe gerade mit zu Laura gesagt, was muss ich denn eigentlich erwähnen? Dann hatten wir so 1, 2, 3, 4, was ich halt gleich noch erwähne. Sag ich so, was muss ich denn noch erwähnen? Und was sagt die Laura? Habe gesagt, dass die einfach verdammt geil sind. Genau, das passt es ganz, ganz schnell zusammen. Aber wir zeigen euch jetzt natürlich auch im Detail, worum es hier geht, damit ihr wirklich erkennen könnt, weil das ist ja jetzt erst einmal, das sieht wunderschön aus, aber man kann Die natürlich Kleiderstange, den. muss ich sagen, ist etwas knapp für die ganzen Stücke gewesen. Deswegen sieht es natürlich sehr gedrubbelt aus, aber wir nehmen sie gleich einmal auseinander und zeigen Genau. euch genau, wie die aussehen. Und wir haben ja auch noch Pläne für, also irgendwann soll ja unser Umzug jetzt auch bald einmal bereitstehen. Nicht bereitstehen, sondern vollzogen werden. Und wir können uns ja dann auch gerne noch ein bisschen kleiderstangenmäßig Ich erweitern. glaube, das müssen wir auch. Genau. Heute haben wir also ganz, ganz viele wunderbare T-Shirt-Stoffe für euch. Made in Italy und wunderschöne Designs. Und auch da ist es einfach wieder. Es sind Stoffe, die werdet ihr wahrscheinlich zu ganz, ganz, ich sag mal zu 99% werdet ihr die nicht woanders sehen. Das ist, ich habe euch das Thema schon mal versucht zu erklären. Wir hatten da die Möglichkeit, auch hier wieder Rollenware aufzukaufen. Und das sind dann schon immer, mal ist es eine größere Rolle, mal eine kleinere. Das heißt, wir haben hier eine begrenzte Stückzahl. Das ist der Grund, warum wir aus diesen wunderschönen Stoffen wieder Goldnuggets produziert haben. Heute haben wir alle Stoffe in der Länge 2 Meter produziert, weil sie halt eben perfekt für T-Shirts sind. Wir haben das so ein bisschen thematisch gebündelt. Das macht immer dann Sinn. Also wir hatten ja neulich die Kleider, heute haben wir die T-Shirts, um euch das mal einfach näher zu bringen. Wie gesagt, 2 Meter. Laura näht sich aus 2 Metern natürlich auch ein Kleid. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Da könnt natürlich auch ein bisschen mehr, aber so haben wir gesagt, das passt ganz, ganz gut. Und natürlich zeigen wir euch auch gleich noch ein paar T-Shirt-Schnitte, die wir uns dafür vorstellen könnten. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mit dieser bunten Farbenpracht an. Es ist einfach zu schön. Und ich Genau. nehme einfach mal die Sachen, wir fangen damit an, hier ganz links, die wir hier so auf der Puppe haben. Das ist ein wunderschöner fließender Viskose-Jersey. Und hier ist dieses Muster wirklich in diesem Blau und Petrol. Schön so leicht grafisch gehalten, aber unheimlich, also eine ganz, ganz tolle Farbbrillanz. Und das ist ein Material, das fließt ganz, ganz wunderschön. Das fällt richtig schön zusammen und ließe sich natürlich super für ein T-Shirt, für ein schönes, kühles T-Shirt vernähen. Also kühlen, weil es Viskose-Jersey ist. Und es ist wirklich, wenn ich das auf die Hand nehme, habe ich den Eindruck, heute an diesem leicht warmen Tag ist das wunderbar kühlend. Und was natürlich auch bei allen fließenden Waren immer so schön ist, das kann man hier so vom Drapieren sehen, man könnte super tollen Wasserfallschirm daraus nähen. Ne? Also ihr seht einfach, das fällt locker zusammen. Oder irgendwas geknotet, das geht natürlich dann auch immer super. Und das muss das einfach wirklich toll. Das ist so, es ist nicht vorhersehbar. Es Genau, ist einfach das so ist, aber überraschend. es ist einfach total schön. Unheimlich schön von den Farben. Genau. Und was das jetzt ja vom Farbtyp, ich versuche darauf einzugehen, ist, wir haben hier zwar viel Blau, aber wir haben auch sehr viele warme Elemente drin. Und ich kann euch das mal kurz zeigen. Also ich würde das sofort tragen. Das wäre für mich die Möglichkeit, tatsächlich auch ein bisschen was Kühles zu tragen. Aber trotzdem habe ich halt eben auch diese vielen Farben drin. Aber auch ein kühler Farbtyp wie im Winter wäre davon wirklich ganz, ganz toll gekleidet. Dann haben wir jetzt hier was Geblümtes, Florales. Wobei uns wird ja manchmal nachgesagt, wir hätten immer sehr viel geblümte Stoffe. Heute hält sich das ziemlich die Waage, finde ich. Ich mache aber mit diesen geblümten weiter. Den finde ich traumhaft schön. Also obwohl es ein Blumenmuster ist, ich finde ihn traumhaft schön. Ich bin ja ein Blumenfan. Und hier sind viele Rosatöne drin, aber auch ein bisschen dieses Ocre, etwas dunkel. Das ist etwas, wo ich sage, Sommertypen sehen toll darin aus, aber es dürften schon auch die Sommertypen sein, die so ein bisschen dunkler gehalten sind oder sich vielleicht auch schminken, um so ein bisschen den Kontrast aufzugreifen. Also unsere Claudia sieht ja toll in diesem Shirt raus. Aber wir haben es nicht geschafft, so schnell Shirts zu produzieren, die wir euch gezeigt hätten, zeigen können. Außerdem wäre dann ja weniger für euch übrig. Insofern haben wir da jetzt dieses Mal drauf Genau. verzichtet. Aber das wäre wirklich ein ganz, ganz tolles, ein schöner Stoff dafür. Und auch das ist wieder ein Viskose-Jersey. Von der Zusammensetzung her unterscheidet er sich nicht wesentlich von dem anderen. Aber ich würde sagen, der andere gerade war etwas fließender. Der ist so ein bisschen, also im Vergleich, einfach nur im Vergleich, etwas weniger fließend. Trotzdem auch der für drapierte Shirts toll geeignet. Also das geht auf jeden Fall super gut. Gehe ich hier mal zu meiner Rechten. Da haben wir wieder ein Viskose-Jersey. Und wir haben auch wieder ein Blumenmuster. Auch völlig Zufall. Aber auch hier eine etwas langstielige Blüte.
Und auch da finde ich einfach, die Farben sind etwas Besonderes. Wir haben dieses schöne jeansige Blau und da drauf kommen halt eben diese etwas kräftigen Blüten zum Vorschein. Für kühle Farbtypen richtig toll. Sommertyp. Total cool, ja. Total cool, ne? Weil das einfach so dieses Kräftige, dieses... Ja, die Farbkombination, die sieht man nicht so oft, finde ich. Das ist einfach genau. irgendwie hat es was. Das macht einfach gute Laune, ja, ne? Genau, weil total, es eben nicht so vorhersehbar ist. Und genau darum geht es heute hier. Es ist alles nicht so vorhersehbar. Und den musste ich als Kleid drapieren, weil da nun mal so viel passiert. Ne, da muss man sich wirklich überlegen, welche Stelle nimmt man jetzt vorne aufs Shirt? Genau. Da steht so viel schon, drauf. Fashion steht hier drauf. Fashion Day, wonderful. Wir haben hier so ein bisschen Holiday, Summer, eine Stadt Summer. Mit dabei. Wir haben verdammt wenig Blumen da drauf. Ja. Also es ist echt total ein crazy Stoff. Kann es auch ist mal total passieren. Crazy. Es ist etwas, was Wintertypen natürlich super steht, weil wir kräftige, kühle Farben haben. Also natürlich sehr viel Schwarz-Weiß, aber dann kräftige Farben dazu. Das ist mega geil. Das ist so cool. Julia und ich haben natürlich auch schon wieder geliebäugelt, ob wir uns daraus so Zwillingsshirts nähen. Genau, da es bis heute nicht fertig ist, das ist jetzt für die Kunden. Genau, ihr dürft es gerne. Ja. Ein ganz, ganz toller, auch das wieder ein viskose Jersey und wirklich das Muster. Das ist so schön. Ja, und jetzt geht es weiter mit unserer Stange und da ist ganz, ganz viel Muster drauf. Ich überlege jetzt mal gerade, wie ich das mache. Ich muss die einzeln runternehmen. Du musst die einzeln runternehmen und dann schmeißt, oder nehme ich die entgegen vielleicht? Ich muss die einzeln runternehmen. Auch das hier, ist das nicht der Knaller? Das ist so cool. Viskose Jersey für den Wintertypen. Kräftiges Gelb. Wir haben diese unterlegte Schrift, die mal mehr, mal weniger sichtbar ist. Mal Schreibschrift, mal gedruckte Schrift. Das ist einfach ein Stoff. Also ich muss sagen, das geht mir übrigens bei diesen italienischen Stoffen ganz oft so, dass ich sage, das habe ich noch nicht gesehen. Genau. Das habe ich so noch nicht gesehen und das ist einfach... Das ist immer so ein Wow-Moment, wenn wir die rollen. Die sind ja immer andersrum. Also man sieht immer die linke Seite nur. Das sehen wir nur. Und danach entscheide ich, ob ich irgendwas kaufe oder nicht. Genau, und dann rollen wir das auf. Und dann, dann müsstet ihr Laura hier hören. Dann ist das immer ein Fest der Sinne. Ja. Und das ist etwas, also ich sag mal, das sind Designerstücke. Total, ihr könnt daraus aufwendige Shirts nehmen, ihr könnt aber auch schlichte Shirts nehmen. Es sind Designerstücke. Es ist einfach etwas, was einfach nicht oft vorkommt. Genau. Jetzt habe ich einfach, aber glaube ich, in diesem Satz auch mindestens 10 Mal. Brauchen wir auch noch ein Einfachschwein. Ja, genau. Insider wissen, was das auf sich hat. Genau. Wir haben ja hier so eine Kasse für den Urlaub. Nein, es sind Designerstücke. Ihr näht euch daraus wirklich Fashion, die ganz individuell ist, ganz wunderbar. Und auch bei uns, wie gesagt, die Stücke sind nicht. Nicht so reich. Also ich habe hier zwar keine genaue Stückzahl jetzt gerade hier zur Hand, aber das sind, ich glaube, am häufigsten haben wir einen Stoff 15 Mal und ansonsten sind das deutlich weniger Stückzahlen. Dann könnt ihr euch einfach ausrechnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden mit so einem Shirt seht, die geht gegen null. Genau. Absolut. Soll ich das entgegennehmen und hier mal den Stuhl schmeißen? Genau, leg das hinter dir über den Stuhl. Ja. Dann ist das, glaube ich, gut aufgehoben. Oh, geil. So, wir haben hier den nächsten Viskose-Jersey. Und auch da, das schreit nach Sommer, das schreit nach Strand. Ja. Ich glaube, das sehen wir uns ja eh alle so ein bisschen nach. Ich meine, wir ja sowieso, wir haben ja jetzt ein Urlaubsschwein. Genau. I love summer, sehe ich hier auf dem Kopf. It's summertime. Also, guck mal, auch das. Life. Das ist echt mega. Genau. Und auch da ist ein T-Shirt, ein Strandkleid, eine T-Shirt-Tunika. Ja, so eine Tunika für Strand, ja genau. Hm? So, ich nehme mal mein T-Shirt. Ja. Es schreit nach Sommer, einfach. Ja, das ist einfach Urlaub. Toll. Und das ist auch wieder, das ist ein absolutes It-Piece. Ne? Das ist einfach. Wenn du damit am Strand entlangläufst, wirst du auf jeden Fall angeguckt. Also ich denke schon. Ja, genau. Also übersehen wird man damit nicht, aber weil es einfach so ausgefallen ist und wahrscheinlich jeder überlegt, sag mal, von welchem Designer hat sie das denn jetzt? Kann sie sich das überhaupt leisten? Ja, kann sie. Ja. Das ist ein wichtiges Thema. Kann sie sich leisten? Ja. Alle Stücke, die wir euch heute zeigen, bekommt ihr zum Stückpreis von 26,90 Euro. Also das kann man sich leisten. Genau. Ja, also ein Designerstück für 26,90 €, ein bisschen Neger noch dabei, ein bisschen Zeit natürlich noch dabei. Und ganz viel Liebe. Und ganz viel Liebe, genau. Das funktioniert. Mega. Das erinnert mich absolut an diese, die Sigual. Hab keiner gesagt. Also an die Sigual erinnert mich das total. Ja. Man könnte da natürlich auch sehr schön ein gewickeltes Shirt oder halt eben auch eine Tunika rausnehmen. Das ist richtig toll. Wir haben hier diese Ornamente mit drin. Seiten gleich.
genau, ein bisschen dieses, ja, es sieht so ein bisschen nach Patchwork aus, so ein bisschen durcheinander, aber auch genau das ist so witzig. So ein bisschen orientalisch irgendwie, ne? Ja, genau. Ja. Und alles, was ja auch von der Linienführung so ein bisschen dann, ich sag mal, durcheinander ist, sind ja immer so Kleidungsstücke, die so die Figuren ein wenig schmeicheln, weil das so ein bisschen, ne, es ist halt eben nicht so geradlinig, nicht so klar. Da kann man sehr schön mit kaschieren und umspielen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das ist auch wieder so eine ganz, ganz tolle fließende Ware. Also richtig, richtig schöner Viskose-Jersey. Ganz, ganz toll. Okay, Laura, für deinen Stuhl. Das ist noch runter. Und jetzt kommen wir zu etwas. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir das in diesem Video zeigen. Das ist auch wieder besonders. Denn das ist ein Slub-Jersey. Mhm. Ich zeige euch erstmal das ganze Design, um mal zu schauen. Ich finde den... Also das erinnert mich, wie heißt nochmal dieser Maler? Ich habe auch gerade an einen Maler gedacht. Kandinsky? Nee. Ja, nicht ganz, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, ich komme auch nicht drauf. Aber ich habe gerade auch an so eine, das sieht aus wie so ein Gemälde, irgendwie wie Kunst, wirklich. Genau. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, ne? Also einer dieser expressionistischen Maler, der dann durch das Bild noch so ein bisschen mit dem Bleistift durchzeichnet, ne? So schaut das aus. Ja. Hier jetzt in diesem Sandton, also er ist etwas heller gehalten. Das finde ich auch zum Beispiel, obwohl er jetzt auch ein bisschen grau mit drin ist, finde ich für Frühlingstypen auch sehr, sehr schön. Genau, und Slub kann man ja immer an diesem... Genau, ein Slub erkennt man, oder das Besondere an einem Slub-Jersey ist halt diese Struktur des Stoffes, weil hier ein unterschiedlich dicker Faden verwebt wird. Und dadurch entsteht diese Slub-Struktur. Was dieser Stoff nämlich wirklich ist, der ist so ein bisschen, also er ist fließend weich. Und wenn ich ihn einzeln nehme, dann seht ihr auch so ein bisschen, also wenn ich es dranlege, ist es durchsichtiger. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, so ein sommerliches, lässiges Shirt. Richtig schön luftig. Mega toll. Ja. Und ganz, ganz tolles, sehr schön. Ganz tolles, ausgesprochen, upsala, ausgesprochen, ja, schönes, ausgefallenes Muster. Genau. In dieser Slub-Struktur kommt auch der nächste Stoff daher. Und auch das ist wieder, hier haben wir für den Wintertypen richtig kräftige Farben, knallige Farben. Und auch dieser Stoff, wie gesagt, hat diese feine Struktur. Möchtest du einmal nah rankommen? Da kann man es, glaube ich, erkennen. Genau. Und der ist auch wirklich so ein bisschen durchscheinend. Also das finde ich toll für Shirts im Lagenlook. Da könntet ihr auch super gut, also wirklich Shirt, Tunika machen, darunter einen Top tragen. Das sieht toll aus. Ich zeige euch den jetzt auch einmal einzeln, weil das dann einfach noch mal ein bisschen besser zu erkennen ist. Na, guck mal, man kann dich fast dadurch... Man kann mich sehen ein wenig, ne? Mhm. Ja, genau. Das ist die Eigenschaft dieses Slubs. Aber ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Jetzt einfach eine bunte Farbe, die hier in dem Stoff vorkommt, als Top drunter. Mhm. Ihr wisst ja, Pippinchen-Top oder so. Das drüber. Sehe zum Beispiel auch ganz, ganz toll aus für dieses Malotti-Lagenshirt von Kibadu. Das oben drüber so ein bisschen lässig locker ist, und runter der Top. Mega. Perfekt, richtig mega gut. Mega toll. So. Also ich weiß ja selber jetzt gar nicht, was kommt, weil Laura hat die aufgehängt. Ich habe sie aufgehängt. Überraschung. Weißt du denn, was kommt? Nee. Ich sehe nur... Viskose-Jersey, Knaller, Upsala, der Knaller. Ja. Richtig viel Pink, richtig toll, richtig farbig, richtig fröhlich. Und schon wieder ein ausgefallenes Muster, was man kaum beschreiben kann. Genau, wir haben so ein bisschen dieses Grafische, das haben die so ein bisschen, da sind so einige bei, die so ein bisschen diese grafischen Elemente haben. Ja. Ne? Und dann dazu aber trotzdem was Gemaltes, also... Und keine Blumen. Ach, kann ich nicht, stimmt. Das ist Viskose-Jersey, wieder eine super weiche Qualität, richtig schön fließend, toll für Knoten-Shirts, für Zipfel-Shirts übrigens auch. Oh ja. Ich habe euch ein knapper Shirt-Muster mitgebracht, wäre das richtig toll zu verlieben. Ist das ein Frühling? Das? Oder nein, das ist zu viel Pink drin. Echt? Aber das ist doch auch kein Winter, oder? Ah doch, ich finde aber schon mit dem ganzen Weiß und dem kräftigen Pink und ja, hier sind viele Farben drin. Hoppala, ich könnte euch auch die Farben zeigen. Okay, ich glaube dir mal. Doch, doch, doch. Kühle Elemente drin. Okay. Wir haben dann noch mal einen, der uns wieder so ein bisschen an die Sigual erinnern könnte. Schön mit den Farbtypen Sommer in diesem Blau gehalten. Tolle Ornamente drin. Sehr detailreich gezeichnet, das ganze Muster. Wenn man sich wirklich so diese einzelnen Mandalas, das ist ja eigentlich so ganz, ganz fein, ne? Ganz toll. Auch ein schöner, ein sehr schöner Stoff. Also Michael hat ja, wie gesagt, total an die Sigual. Ja. Sehr schön. Wir sind noch nicht fertig, es kommt noch mehr. Vielleicht soll ich das kurz erwähnen, ich weiß, bei unserem Kofferkleid-Newsletter war nach anderthalb Tagen der Stoff ausverkauft und es gab so ein paar enttäuschte E-Mails. Ja,
Es ist natürlich immer schwierig, diese Sachen. Also ihr kauft ja bei uns Ware, die wir hier haben, die auch wirklich morgen in den Versand geht. Und dann ist es natürlich manchmal auch schwierig. Und in diesem Fall besonders schwierig, weil ich einfach nur das auch nehmen kann, was mir angeboten wird. Und da es ist keine Nachbestellmöglichkeit dabei. Und das ist natürlich ja für mich auch schade, wenn ich dann merke, oh, das Thema kommt jetzt so gut an, wir sind ausverkauft. Insofern haben wir uns heute bemüht, tatsächlich etwas mehr Stücke zu nehmen. Also alles, was ging, haben wir gemacht. Und ich hoffe sehr, dass die Haltbarkeitszeit ist, dass es ja etwas länger dauert. Also seht es uns trotzdem nach, wenn es nicht so sein soll. Es ist eine Glaskugel. Oder genau. Wir besitzen diese Glaskugel nicht, die uns das manchmal sagt. So, wir haben hier auch wieder einen Slub Jersey, also mit dieser unterschiedlichen Struktur. Mhm. Und wir haben mal wieder ein Blumenmuster. Ich meine, jetzt hatten wir ja schon lange keins mehr. Und auch hier haben wir so ganz, ganz unterschiedliche Farben, wobei schon sehr viel Gelb mit drin ist. Trotzdem aber auch ein bisschen dunkleres, aber der Frühlingstyp sieht da schön drin aus. Sieht gut aus, ne? Mhm, ja. Ich glaub, wir haben auch alle Farbtypen heute. Das macht ich glaube, das müsste für jeden was dabei sein, das oder? Das macht mich gerade echt ein wenig froh. Das finde ich schön. Ein bisschen wenig Herbst. Ich wollte gerade sagen, Herbst war jetzt noch nicht so das viel. Das war noch nicht so viel. Aber im Sommer, wenn wir bunt am Strand unterwegs sind, können wir mal sehen. Genau. Was haben wir jetzt? Das sieht ja auch wieder ganz... Das ist auch schon wieder so speziell. Ja, ist das derselbe in der anderen? Ja, das könnte fast ähnlich sein. Ja doch, das ist ähnlich wie der gerade, aber in einer anderen Farbzusammenstellung. Ja, ne? So ein bisschen, die Welle, die ist mir gerade auch mal über den Weg gelaufen, ja. Ne? Diese angedeutete. Knallerfarben, lila, richtig purple, cool. Pink, krasses Gelb drin. Die Farbtonen, die sind einfach irgendwie besonders und aber auch besonders cool, richtig schön. Ja, aber die Italiener verstehen das. Die verstehen, was mit Farben anzustellen, was viele... Also was wir Deutschen hier, wir sind da eigentlich nicht so farbenfroh, nicht so farbenmutig. Und nicht so mutig, genau. Genau, also die Italiener schaffen es tatsächlich, schöne Farben zusammenzustellen. Und unsere holländischen Nachbarn schaffen es im Übrigen auch, diese Farben in Kleidung umzusetzen. Mhm. Ich war neulich dort und habe gedacht, wow, wie anders die Schaufenster aussehen. Aber wir sind ja hier bei Pepelinchen und wir stehen für Farbe, also... Genau, wir machen das auch mit Farbe. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und ich finde es toll, weil Farben machen einfach froh und glücklich und wer will denn schon unglücklich sein? Genau. Jetzt kommen wir doch tatsächlich schon zum letzten Stoff. Wir haben wieder ein Slub Jersey in einem Blumenmuster. Mhm. Auch hier wieder weißgrundig, dann kühle Farben drauf. Also für kühle Farbtypen super gut geeignet. Und auch hier wieder ein Stoff, der so ein bisschen, wenn ich ihn einzeln halte, durchscheinender ist. Also ich glaube, ihr erkennt mich wieder da. Wenn ihr, also ihr erkennt mich ja, man sieht dich leichter durch, je nachdem. Also auch wieder toll zu verwenden für so richtig lässig lockere Shirts, Lagenlook etc. Ganz, ganz toller Stoff. Die Slub Jerseys sind uns auch, ne, absolut dehnbar. Mhm. Das haben wir hier alles. Wir haben heute nur dehnbare Stoffe hier gezeigt und da gehört auch dieser dazu. Genau. Was ich euch noch kurz mitgebracht habe, sind so ein paar Shirt-Schnittmuster. Denn vielleicht weiß der ein oder andere jetzt nicht so ganz, was er denn daraus nehmen könnte. Ein Basic-Shirt ist das Shirt Airaki von Einfach Nähen. Es gibt es in drei verschiedenen Cupgrößen. Das heißt, ihr messt euch wirklich vorher noch aus, bestimmt welche Cupgröße ihr braucht, nehmt dann den entsprechenden Schnitt und dann ist das, also braucht ihr dann nicht mehr viel anpassen, dann sitzt das richtig gut. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, lässiges Basic-Shirt. Das, wie gesagt, gibt es bei uns auch im Sortiment, genauso wie zum Beispiel das T-Shirt Tunica von Kibadu. Für mich übrigens eins der ersten Schnitte, die ich überhaupt genäht habe und auch, glaube ich, mein erster T-Shirt-Schnitt, den ich genäht habe und seitdem auch immer mal wieder nähe. Denn egal ob lang oder kurzarm, das ist ein ganz, ganz tolles Basic-Teil. Und also der Schnitt hat sich bei mir selber schon äußerst bewährt. Ich nehme mich gern und oft. Dann habe ich nochmal bei Schnittmuster Berlin geschaut. Hier gibt es zum Beispiel das Shirt Somaya. Als Sportshirt konzipiert kann man das natürlich auch aus allen anderen Stoffen nähen. Dann vielleicht ohne die Unterteilung, weil wir haben euch ja gerade schöne gemusterte Stoffe. Funktioniert das auch sehr schön. Ist ein anliegendes Shirt. Dann, weil wir ja gerade so ein bisschen über fließende Shirts sprachen, habe ich euch mal das Shirt Helene noch mitgebracht, weil das hat ja diese schönen Zipfel an den Seiten. Und das fällt besonders schön wirklich aus fließenden Viskose-Jerseys. Und das waren ja jetzt heute alles Viskose-Jerseys, also wirklich super gut dafür zu verwenden. Okay, es hat Langarm, aber das tut dem Ganzen ja jetzt keinen Abbruch, das kann man ja kürzen. Oder vielleicht möchte der ein oder andere von euch auch einen Langarm nehmen. Deswegen wegen den Zipfel habe ich das mitgebracht. Mhm. Das eben erwähnte Malotti-Shirt von Kibadu habe ich nicht mitgebracht übrigens, aber wir haben ja schon darüber gesprochen. Edda ist ein Shirt von Schnittmuster Berlin, was in der vorne in
unter dem Brustbereich einen Knoten hat, auch das ist wieder ganz, ganz toll aus dem Viskose-Jersey möglich zu nähen, denn ihr könnt damit wirklich ganz, ganz toll diese Knoten, die Drapierung herausarbeiten. Genauso wie Wasserfall-Shirt Esther, auch eine ganz nette Variante. Man braucht allerdings für dieses Shirt maximal 1 Meter, aber vielleicht haben wir euch ja jetzt irgendeinen Stoff gezeigt, wo ihr sagt, ach, das ist was für meine Schwester, Freundin, Mutter, wie auch immer, und ich nähe direkt aus einem Stoff 2 Tops. Ist ja auch möglich. Und weil wir ja hier so viele sommerliche Sachen hatten, habe ich das jetzt mal mitgebracht, mal so als kleine Anregung. Genauso wie das Shirt Christine von Schnittmuster Berlin, ebenfalls gewickelt und hier an der Seite in Falten gelegt, fällt auch sehr, sehr schön aus. Viskose Jersey in den kleinen Größen, braucht ihr 90 cm, könnt ihr das gleiche Spiel machen oder ihr näht einfach eben die beiden. Genau, auch gut. Also Möglichkeiten gibt es genug und Shirt-Schnittmuster gibt es natürlich darüber hinaus auch noch viele, viele, viele mehr. Und vielleicht hat sich auch eins bei euch bewährt, was ihr gerne immer wieder näht. Warum dann nicht heute aus einem schönen italienischen Stoff? Also, ich hoffe, euch hat unsere kleine Vorstellung hier gefallen. Laura? 20 was, Minuten. Was sagst du? 20 Minuten haben wir gebraucht. Mhm. Okay, also haben wir euch ja ein bisschen was gesagt. Ich hoffe, ihr habt alle bis hierher geschaut und wir konnten euch etwas unterhalten und ein bisschen was hier näher bringen und hoffen natürlich, dass euch die Farbe dieser Stoffe genauso gut gefällt wie uns. Mhm. Und wünschen euch ganz, ganz viel Freude. Tschüss. Dabei. Tschüss.